Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zu einer neuen B-Lizenz-Prüfungsfrage. Heute werde ich wieder eine Prüfungsfrage stellen. Du kannst kurz auf Pause klicken und danach werde ich die Frage beantworten und dir ein bisschen Hintergrundwissen liefern. Dann kannst du dein Wissen selbst überprüfen. Und zwar heute geht es um die Frage, wie nennt man die Pause beim Intervalltraining? Ist es A, einmal die erholende Pause? Ist es B, die lohnende Pause? Ist es C, die Mittagspause? Oder ist es D, die Intervallpause? Ja, Mittagspause fällt natürlich sofort raus, das ist natürlich klar. Und das Ganze beim Intervalltraining heißt lohnende Pause. Ja? Schauen wir uns mal kurz die Ausdauermethoden an und schauen wir uns mal kurz auch die Pausen von den Ausdauermethoden an. Es gibt eben vier hauptsächliche Ausdauermethoden. Haben wir einmal die Dauermethode, die Intervallmethode, die Wiederholungsmethode und die Wettkampfmethode. Wettkampfmethode ist eher nur für den Wettkampf interessant, beziehungsweise für den Leistungssport, deswegen lassen wir die hier erstmal grob raus. Ja? Denn also die Intervallmethode, darum geht es ja jetzt in diesem Video. Intervallmethode ist eben so, dass es eben verschiedene Intervalle von Belastung und Erholung gibt. Ja? Und bei der Erholung, diese Erholung ist aber nicht vollständig. Das bedeutet, dadurch, dass es eben keine vollständige Erholung ist, sagt man dazu nur lohnende Pause. Bei einer vollständigen Erholung hätten wir die Wiederholungsmethode. Ja? Das ist eben der Unterschied zwischen der Intervallmethode und der Wiederholungsmethode. Ja? Beim Intervalltraining startet man also dann nach einer Zeit wieder das Training bzw. das nächste Intervall, auch wenn man noch nicht komplett regeneriert ist. Ja? Und es gibt jetzt auch zwei verschiedene Intervallmethoden, einmal die intensive Intervallmethode, einmal die extensive Intervallmethode. Bei der intensiven Intervallmethode ist halt der Umfang etwas geringer, also die Dauer etwas geringer, dafür die Intensität halt höher. Ja, das kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt richtig, richtig Vollgas gibst im Intervall, dann kannst du das Ganze natürlich nicht so lange durchhalten. Ja? Und wenn man jetzt aber bei der extensiven Intervallmethode ist, das bedeutet, wenn man jetzt eben das Intervall nicht so anstrengend gestaltet, die Intensität nicht so anstrengend ist, dann kann man das eben auch länger durchhalten. Ja? Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, man wechselt halt etwas schnelleres Gehen oder schnelleres Joggen mit etwas schnellem Gehen ab zum Beispiel. Dann ist das schnellere Joggen vielleicht das Intervall und schnelle Gehen halt die Pause zum Beispiel. Ja, das wäre zum Beispiel möglich, ein gutes Beispiel dann dafür. Ja, generell ist es so, wie sieht es aus bei den anderen Ausdauermethoden, beim Intervalltraining, wie sieht es da mit den Pausen aus? Bei der Dauermethode gibt es halt keine Pause, da läuft man einfach nur durch, zum Beispiel 30 Minuten Joggen, ja, das ist dann die Dauermethode, da gibt es natürlich keine Pause. Und Wiederholungsmethode habe ich vorhin schon angesprochen, da ist eine erholende Pause, das bedeutet, da wartet man, bis man vollständig regeneriert ist und startet dann wieder von neuem. Ja, das ist soweit zum Thema Ausdauertraining, zum Thema Ausdauermethoden. Ja. Wenn dir die Videos gefallen, check auf jeden Fall die Playlist ab, wo ich dir die weiteren Videos hier nochmal verlinkt habe von den B-Lizenz-Prüfungsfragen. Und wenn du deine Ausbildung bei der Karriere als Fitnessakademie machen möchtest, dann check mal hier unten den Link ab und dort wirst du weitere Informationen über die B-Lizenz bei uns finden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Tim Kinalzig, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.